Rhein am Lech darf nach einer spektakulären Schlussphase und 4 Spielen ohne Sieg wieder jubeln. Und der neue Keeper ist gleich mittendrin. Dabei beginnt die Partie für den neuen Mann im Kasten, Christoph Hartmann, mit einem krassen Patzer. Der Schlussmann erwischt nicht den Ball, sondern seinen eigenen Mitspieler. Benedikt Zahn hat leichtes Spiel und besorgt das 1:0 für Fürth 2. Danach die Partie eher mau. Nach diesem Foul, das leider sehr schwer zu erkennen ist, bekommt dann aber Mario Zubaric die Ampelkarte. Die Kleeblätter ab sofort in Unterzahl. Perfekte Bedingungen für die Rhein-Aufholjagd. In der 84. Minute segelt die Flanke in den Fürther Strafraum und dann tritt Abu Chabaka wild um sich. Gibt es einen Kontakt oder nicht? Auch mit der BVTV-Lupe ist das nur ganz schwer aufzulösen. Tendenz, eine Berührung ist da, der Strafstoß wohl berechtigt. Arif Ekin tritt an und verwandelt souverän zum 1:1 Ausgleich. In den letzten Minuten drückt Rhein dann auf die Führung und in der 88. Minute ist es soweit. Jonas Grebmeier sorgt für den umjubelten Siegtreffer. Der Aufsteiger stoppt den Negativlauf mit einer spektakulären Aufholjagd, verlässt den letzten Platz und gibt damit nach dem 2:1 die rote Laterne ab.